Alle Augen sind auf Mo Montana. Aus der blauen Ecke von Team Grizzly mit einer Größe von 1,84 Meter, ein Gewicht von 79 Kilogramm, Dominik Arnold! Hier haben wir Dominik Arnold vom Team Grizzly. Er hat 24 Kämpfe, 23 Siege. Das sind 14 Kämpfe mehr als sein Gegner Mo Montana. Hier die Gegenüberstellung. 3x2 Minuten im puren Boxen. Und die erste Runde beginnt. Wir sehen Mo Montana in den schwarz-roten Handschuhen und der weißen Hose. Dominik Arnold in der schwarz-blauen Hose. Beide etwas mehr am Vortasten erstmal, um zu schauen, wie die andere Person kämpft. Arnold hier mit der Schulterdeckung. Bekannt auch von Floyd Mayweather. Okay.
hat eine gute Technik, natürlich auch 14 Kämpfe mehr. Wir werden sehen, ob das einen großen Unterschied macht. Das ist ein schöner Haken auf die Milz. Und Montana blutet. Natürlich hier Arnold mit der Rechtsauslage, Montana mit der Linksauslage. Schöner Schlagabtausch. Ende Runde 1. Und das war die erste Runde. Betreuer verlassen den Ring. Die Kämpfer machen sich bereit. Montana mit einem blutenden Auge. Runde 2. Montana mit einem sehr schönen rechten Haken. Arnold hat eine sehr, sehr gute Distanz. Greift an, aber versucht sich nicht treffen zu lassen. Mit sehr guten Reflexen. Montana immer mit der Doppeldeckung unterwegs. Sehr schöner linker Haken. Ein sehr schöner linker Haken. Beide punkten gerade sehr gut. Arnold weiß einfach, wann er welche Hand hoch machen muss, um sich zu decken. Arnold auf jeden Fall ein schwer zu treffendes Ziel. Montana versucht es oft. Aber ebenso Montana auch mit guten Fäusten unterwegs. Sehr schöner Schlagabtausch. Ende Runde 2. Und das war schon die zweite Runde. So, Runde 3 ist kurz vor dem Beginn. Bei Montana wird nochmal kurz das Auge überprüft und sauber gemacht. Ja.
Dritte Runde und die letzte. Arnold geht hier. Beide gehen direkt auf Angriff. Beide lassen alles aus sich raus. Beide wissen, okay, die dritte Runde. Da muss ich punkten. Da muss ich den Kampfrichtern zeigen, dass ich noch was drauf habe. Ich habe noch Luft und ich kann auch noch punkten. Die letzten zwei Minuten. Versucht sie es öfter mit den Uppercuts aus der Bewegung raus. Aber das läuft bis jetzt sehr gut. Kleine Ansage vom Referee. Die letzte Minute dieses Kampfes. Beide geben sich noch die letzten Fäuste. Ich würde sagen, Arnold hat das Ding bis jetzt. Es kann sich noch alles ändern. Schöne Fäuste, die ja noch fliegen in den letzten 15 Sekunden. Das war ein sehr, sehr gefährlicher Schwinger. Sehr schöne Beinarbeit von Arnold. Er weiß ganz genau, wer sich bewegen muss. Und das ist das Ende des Kampfes, das Ende der dritten Runde. Und der Sieger, Mehrheitsentscheidung, Team Blau, Dominik Arnold. Und Dominik Arnold gewinnt diesen Kampf nach Punkten. War ein sehr, sehr schöner Kampf. Und somit steht Dominik Arnold nun 24-1. Und ebenfalls natürlich für Moritz Sommer.